Ja, Dallas ging ja gar nicht, Leute. Allein das Konzept, das war doch eine Unverschämtheit. In Afrika hungern die Kinder und die Leute haben echt nichts Besseres zu tun, als zu Ellens Alkoholprobleme zu bedauern. Hört mir auf mit Dallas, Freunde. Ich habe Denver geguckt, ne? Das war genial. Dallas war gut. Ich habe mit meinem großen Bruder immer Dallas saufen gespielt. Kennst du? Also immer wenn J.R., Bobby oder Sue-Ann sich einen eingeschenkt haben, da hat man dasselbe Getränk mitgesoffen. Und am Ende einer Folge waren wir hundertprozentig besoffen, hackedicht, wa? Und seit Dallas nicht mehr läuft, machen wir das immer bei der Übertragung vom CSU-Parteitag auf Phoenix. Aber das ist selbst mir fast zu heavy. Das ist hartes Brot. Hört mir auf mit Dallas. Das ging mir damals vier Spuren im Arsch vorbei. Da gucke ich mir doch lieber den bekackten Kulturreport an. Na klar. Besser als dem versoffenen J.R. dabei zuzugucken, wie er sich billigen zwölfjährigen Dimpel hinter seinen bekloppten Hut kippt. Nee, danke. Mir haben damals die leisen Zwischentöne gefehlt. Ich war noch viel zu jung, als Dallas damals lief, Ende der 80er. Das habe ich alles noch gar nicht richtig verstanden. Da war ich aber auch höchstens 18 oder so. Heute auf den Tag vor 23 Jahren. Congratulations! Ich freue mich auf meine Gäste heute, meine Damen und Herren. Wir haben sie lange nicht mehr gesehen, wir haben sie lange nicht mehr gehört, aber die aktuelle... Ha! Wenn es klingelt, dann ist es Zeit für den Gag in der Mitte! Hast du mir eine Überraschung reingemacht? Das ist sehr lustig. Das hier ist eine Überraschung von Chris. Das finde ich super. Der überrascht mich immer wieder. Das hier ist ein erschreckendes Foto. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Linda Evans von Denver Clan, oder? Ist ja unglaublich. Innen ist ein Bild, wie sie früher aussah. Innen ist, wie sie... Ja, ach genau. So sah sie früher aus. Weiß ich noch genau. Ich fand Denver Clan dann auch irgendwann besser als Dallas. Und so sieht sie jetzt aus. Okay, dann stelle ich jetzt so hin. So. Spitzenfrau. So, jetzt kommt der Gag in der Mitte, meine Damen und Herren. Basierend auf einer... echten aktuellen Meldung. Die Meldung ist wie folgt. Das Bernabéu-Studio des spanischen Fußballs. Wie spricht man das richtig aus? Spanisch. Danke. Das Bernabéu-Studio des spanischen Fußballrekordmeisters Real Madrid soll überdacht werden. Soweit so gut. Jetzt kommt der Gag in der Mitte. Nach dem verschossenen Elfmeter von David Beckham will Real Madrid verhindern, dass er beim nächsten Heimspiel Passanten außerhalb des Stadions verletzt.